meine Lieben, ich bin wieder da mit den Adventskalenderpäckchen natürlich. Heute haben wir den 18. Dezember und wir haben das hier von der lieben Michelle und das hier von der Stephanie. Beides ist sehr interessant. Bei diesem bin ich mir schon sehr sicher, dass hier ein Actionblock drin ist in A5. Ich bin schon sehr gespannt, welche Farben da drin sind. Und das hier sind wieder so eine Schalen. Und was da drin ist, das kann ich leider noch nicht so genau sehen. Aber das packen wir jetzt aus. Ich glaube, ich filme schon wieder auf den Kopf. Aber davon kriegt ihr dann nachher nichts mit. Das drehe ich dann wieder. Sehe ich nur gerade mal so im Handy oben wieder mal. Na, das ist doch kein Block. Das ist von dir Papier, was du mir gegeben hast. Nein. Das ist auch noch von Ideen mit Herz. Bist du denn verrückt? Ist das alles so ein Papier? Das ist ja richtig cool. Das muss ich aufmachen. Da muss ich gleich reingucken. Ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts kaputt. Den finde ich jetzt ja gerade mal richtig interessant. Das ist ja so Kartengröße. Also da kann man auch Karten draus machen, sagen wir es mal so. Natürlich benutze ich das nicht für Karten. Das wisst ihr ja alle. Ich mag ja keine Karten machen. Und ich finde das echt cool, dass das von Ideen mit Herz ist. Ich komme jedes Mal gegen das Stativ im Moment. Also ich hoffe, das stört euch nicht so. Habe ich jetzt verkehrt rum oder richtig rum? Ich glaube, das gehört so. Oh, schaut mal. Das ist ja mega. Guckt euch das Papier an. Ja, ich hatte es verkehrt rum. Da sind nur solche Papiere drin. Oh, wie toll. Da bin ich jetzt gerade echt schwer begeistert von diesem Block. Der gefällt mir echt gut. Ist jetzt, glaube ich, immer das gleiche, oder? Ja. Okay, da kommen aber noch andere Muster, so wie ich sehe. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer die gleichen Farben sind. Nee, ich glaube nicht. Nee, das sind immer andere Farben. Ich gehe das jetzt komplett mit euch durch. Oh, ich hoffe, das ist okay. Wer das nicht möchte, der muss weiter spulen. Das gefällt mir sehr gut. Vor allem, man kann die ja, wenn man möchte, auch von der Rückseite nehmen, weil die Rückseite ja auch nicht schlecht ist. Wenn man das jetzt bei dem Blauen sieht, das gefällt mir auch gut. Das sind echt schöne Papiere. Die gefallen mir wirklich sehr gut. Die sind schon bald wieder so schade zu benutzen. Ich bin leider so, wenn ich so ein Papier habe und das habe ich nur einmal. Ja, dann wird das nicht benutzt, bevor ich es eigentlich so gerne benutzen würde. Guckt mal, das ist so ein anderes Muster jetzt. Ich denke mal, das erkennt ihr gut. Immer in den gleichen Farben, denke ich. Ja, das ist richtig toll. Hier das Blau wieder. Ich stehe ja echt nicht auf Blau, aber das sieht cool aus. Das gefällt mir auch besonders gut hier. Grün. Das hat auch noch so einen Glitzer-Effekt immer. Und hier ist jetzt so, ja, so Rosenrankenmuster, würde ich jetzt sagen. Da blätter ich mal ein bisschen weiter jetzt, weil das sind immer die gleichen Farben. Gucken, was wir noch für Muster drin haben. Und zwar haben wir hier so ein, ja, Sonnenmuster, würde ich jetzt bald sagen. Ich denke, ihr seht es halbwegs. Sieht auch ganz cool aus. Das gefällt mir echt mega gut, dieser Block.
Und hier, das ist jetzt so ein, ich kam gerade schon drauf. Ja, ich komme nicht auf das Muster, wie das heißt. So Ledertaschenoptik. So Krokodiloptik, so Schuppen. Schuppen, ja, genau sowas. Auch wieder in allen Farben. Und was haben wir hier? Jo. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. So 3D, Dreieckmuster. So ein bisschen. Die sehen auf jeden Fall echt toll aus. Bin ich schwer begeistert von. Und hier haben wir so Linienoptik. Oh, es sind aber auch viele Papiere drin, also mal ehrlich. Hier haben wir so ein Viereck. Also Kacheln ähnlich. Das finde ich auch mal ganz cool. Ich glaube, ein oder zwei haben wir noch. Ah, hier so Wellen. Das erkennt man ja auch gut. Das gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube, davon habe ich auch irgendwie ein, zwei so eine Papiere. Aber viel habe ich von sowas noch gar nicht. Weil ich mache ja noch nicht lange Papier basteln, habe nur das aufgehoben, sonst was ich als ja, kleines Kind sozusagen gemacht habe. Also so Tonpapier und sowas habe ich dann aufgehoben. Ich habe damals auch schon Fotoalben gemacht. So ein bisschen. Ja, hier haben wir dann dieses Muster. Ich denke, das war es auch mit den Mustern. Jo, sind wir einmal durch. Also dieser Block gefällt mir mega. Dankeschön, Michelle, der ist super. Und dann machen wir dieses schöne Päckchen von der Stefanie auf. Mit dem ganz tollen Band hier dran. Ne? So ein Band hätte ich gerne noch mehr. Hier haben wir auch wieder so eine Schneeflocke dran. Ne? Die finde ich auch mega hübsch, diese Schneeflocken. Ja, das Band hätte ich wirklich gerne noch mehr. Das kannst du mir gerne sagen, wo du das gekauft hast. Das wäre cool. So, hier brauche ich wieder die Schere. Ist auch gut, dass ich nichts kaputt mache. Jo. Musst du das mal abschneiden? So, hole ich das mal erstmal raus. Na? Fällt gleich alles raus. Oh, cool. Wieso steht das nicht? So, jetzt. Hier haben wir erstmal so ein Holzteilchen, so ein Rentier. Das ist ja mal knuffig. Und dann haben wir hier weitere Schalen. Da hatte ich ja letztes Mal schon eine von. Und ich finde diese Schalen ja super toll. Und bitte, bitte schreib mir doch, wo du die gekauft hast. Das wäre super toll. Also das möchte ich echt sehr gerne wissen, wo du die gekauft hast. Weil ich die echt schön finde. Die sind super geeignet für Deko denn. Oder auch, vielleicht auch für Fimo. Ich muss mal gucken, ob man. Das müsste eigentlich auch gehen. Weil die liebe Nimanas Fimo, glaube ich, war es, ja. Die hat ja mal so ein Tutorial gemacht hier, wie man trotzdem diese Schälchen in den Ofen tun kann mit Fimo drinne. Und das wollte ich sowieso gerne schon mal ausprobieren. Und ja. Aber ich glaube, ich mache da eher Deko denn rein. Gefällt mir besser. Und dann haben wir hier noch zwei Silikonformen. Das ist ja wohl mal mega, weil diese Größe habe ich noch nicht. Ja. Falls ihr das eben gehört habt, das war mein Hund. Hat sich gerade geschüttelt. Die sind auch mega stabil. Also die habe ich auch noch nicht. Hast du wieder gut und schwarze getroffen, Stefanie? Ja, also ich muss echt sagen, die Ausbeute ist heute wieder sehr gut. Mir gefallen die Sachen super gut heute. Und ja, wir sehen uns dann morgen. Ich habe ab jetzt Urlaub. Also die Videos kommen hoffentlich jetzt ein bisschen früher. Ja, und dann sehen wir uns morgen. Tschüss.